Moin. So, heute mal ein etwas anderes Video. Und zwar hat Gearbest mich angeschrieben und mich gefragt, ob ich nicht Lust habe, einen Drucker für euch zu testen und den vorzustellen. Ja, klar. Und hier ist er. Es handelt sich hierbei um den Creality Ender 2. Das ist ein nettes kleines Gerät. Und was ich von dem Drucker halte, wie er aufgebaut ist, wie er verarbeitet ist, das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, wenn man sich den Drucker jetzt hier so auf den ersten Blick anschaut, könnte man meinen, das wäre ein halber CR10. Halb kommt sogar ganz gut hin. Der CR10 hat ein Druckbett von 300x300 und mal 400 in Z. Und der Ender 2 hat ein Druckbett von 150x150 und hat in Z eine Höhe von 200. Also ja, quasi ein halber CR10. Die Verarbeitung von diesem Gerät ist überraschend gut. Er basiert wie auch der CR10, also der große Bruder, auf Aluprofilen, auf 20x40 Profilen für die, ja, ich sag mal, für die Y-Achse und für die Z-Achse. Und für die X-Achse kommt hier ein 20x20 Profil zum Einsatz. Die Schlitten laufen hier genauso wie beim CR10 auch auf, ja, kleinen Kunststoff- oder Gummirollen, die kugelgelagert sind. Das heißt dann natürlich super, super leise Abrollgeräusche. Man hört eigentlich nur das Surren der Motoren. Das macht den Drucker somit schon mal ganz sympathisch. Wie man hier sehen kann, ist die Z-Achse nur auf der linken Seite ja, geführt und gelagert. Was heißt nur auf der linken Seite? Es gibt nur die linke Seite, wenn man vor dem Drucker steht. Auch hier kommen drei große Gummirollen zum Einsatz. Die laufen in den V-Lupen der Aluprofile, in den sogenannten V-Slots. Funktioniert ebenfalls einwandfrei, ist komplett spielfrei. Ist eine schöne Sache. Jetzt haben wir einmal einen schönen Blick auf die Düse. Und die Düse ist natürlich auch an ein Hotend geschraubt und das ist das MK10 Hotend. Das gleiche, das auch im CR10 verwendet wird. Was mir allerdings hier fehlt, ist ein Bauteilkühler. Der ist am CR10 mit an diesem Metallkörper angeschraubt, der hier das Hotend verdeckt. Der hätte hier auch gut Platz gefunden. Aber da gibt es schon eine Lösung für und da wird noch ein weiteres Video zu kommen und dann kann man einmal sehen, dass man hier ohne Probleme noch einen Bauteilkühler unterkriegen kann. Hier läuft einmal der aktuelle Torturtest von Polymaker, der kleine Poly Tower. Man sieht hier ganz gut, dass ein paar Filamentfäden runterhängen in dem Modell. Das kommt halt davon, dass hier schon, wie gerade eben erwähnt, der Bauteilkühler fehlt. Das bekommt man damit dann ganz gut in den Griff. Aber schön zu sehen ist halt, das Filament kommt einmal zwei aus der Düse und das gedruckte Modell sieht bis dahin schon mal sehr gut aus. Und man sollte nochmal eben lobend erwähnen, dass das Modell hier ohne Bauteilkühler gedruckt wird. Es handelt sich hier um PLA und dafür sieht es wirklich gut aus. Dann werfen wir direkt noch einen Blick auf den Extruder. Auch hier in dem Ender kommt ein Bautensystem zum Einsatz und der Extruder ist hier auf dem Bild zu sehen schön aus Spritzgussteilen hergestellt. Ist eine starke Spannfeder drinne. Also das Filament rutscht hier nicht durch. Das Ritzel ist relativ scharf, das funktioniert ganz gut. Ich habe jetzt in meinem Testbetrieb nicht einmal Probleme gehabt, also da gibt es eigentlich soweit nichts auszusetzen. Der einzige Kritikpunkt, der mir jetzt hier einfallen würde, wäre, dass das Filament ziemlich nah an der Gewindespindel vorbeiläuft. Aber da kann man sich ein kleines Bracket drucken, dass das Filament ein wenig von der Spindel weglenkt. Dann ist das auch kein Problem mehr. Hier kann man jetzt einen schönen Blick auf die Riemenführung für die Y-Achse werfen. Man sieht einmal, dass der GT2-Riemen über eine Umlenkrolle läuft, die aus Metall ist. Diese ist auch noch kugelgelagert. Es gibt auch günstige, sehr günstige China-Druckermodelle, wo einfach eine Kunststoffrolle auf eine Schraube gesteckt wird und das dient dann als Umlenkung. Das ist hier nicht der Fall. Ebenfalls kann man hier ganz gut sehen, dass die Befestigung von dieser Umlenkrolle an einem kleinen Bracket ist und dieses Bracket ist aus Metall. Das ist auch noch lobend zu erwähnen, dass alle Teile, die irgendeine Führung übernehmen, also sei es die Z-Achse-Führung, wo der Extruder mit angeschraubt ist, oder sei es jetzt die Führung des Riemens in Y, das sind alles kleine Winkel aus Metall, also keine gedruckten Teile. Also kann da eigentlich auch nichts passieren in Sachen Bruch oder ähnliches. Das hier ist einmal der Schlitten für das Druckbett. Da sieht man einmal hier zwei Rollen auf der Vorderseite und auf der Rückseite ist eine Rolle. Und bei der Rolle hier auf der Rückseite sieht man, dass hier eine kleine Sechskantmutter mit eingebaut ist. Auf der anderen Seite sind einfach nur kleine Hülsen eingesetzt. Warum ist hier so eine Sechskantmutter? Diese Mutter übernimmt einfach den Part, um das Spiel des Tisches einzustellen.
Das heißt, wenn ihr den Tisch das erste Mal zusammenbaut und auf das Profil aufschiebt, werdet ihr merken, dass der Tisch ziemlich lose und wackelig auf dem Profil sitzt. Da erschreckt man erstmal ein bisschen, aber durch das Drehen dieser Mutter nach rechts oder links kann die Rolle verschoben werden und somit wird die Rolle an das Profil gedrückt. Und da wir auf der rechten Seite zwei Rollen haben und auf der linken Seite eine Rolle, haben wir eine vernünftige Dreipunktlagerung des Tisches und das funktioniert einwandfrei. Ich habe eigentlich kein Spiel feststellen können. Das läuft flüssig und ohne Ruckeln und ja, wie gesagt, das Spiel ist nicht da. Das System bewährt sich somit ganz gut. Der Schlitten der X-Achse ist übrigens nach dem gleichen Prinzip aufgebaut. Dann kommen wir hier einmal zu der Elektronik des Druckers. Hier ist ein Klon eines Melzi-Boards eingesetzt. Ich tippe mal darauf, dass das von MKS kommt. Da kann ich meine Hand aber nicht für ins Feuer legen. Und schön zu sehen ist hier wieder, dass alle Kabel beschriftet sind. Auf den Kabeln fürs Hotend und für die Lüfter sitzen Ader-Endhülsen drauf. Also das hat Creality ganz gut im Griff. Das ist ja beim CR10 genauso der Fall. Das ist jetzt kein Standard für China-Drucker, also das finde ich ziemlich gut. Hier sieht man, dass noch eine Buchse frei ist und diese Buchse ist mit Laser markiert. Kann sein, dass dieses Board auch für ja, CNC, Lasercutter oder Lasergravierer eingesetzt wird. Also wenn man da mal was Schönes bauen will, hätte man hier auch die Möglichkeit. Aber viel interessanter ist die Buchse, die von hier aus gesehen links neben der Laserbuchse sitzt. Diese ist mit K-Fan gekennzeichnet. Das ist eine Buchse, an die ein Lüfter angeschlossen werden kann, um sein Bauteil zu kühlen. Diese Buchse oder besser gesagt dieser Ausgang ist auch mit in die Firmware eingebunden. Das ist ganz schön, also kann somit hier direkt ein Lüfter für die Bauteilkühlung angeschlossen werden und der kann auch direkt benutzt werden. Warum erwähne ich das jetzt nochmal explizit? Das Board ist so gestrickt, dass leider keine eigene Firmware aufgespielt werden kann. Hier muss erst ein Bootloader auf das Board geflasht werden. Somit müsste man, wenn diese Buchse jetzt nicht belegt wäre, die Firmware umschreiben und die Buchse ja quasi freigeben, dass sie funktioniert. Das ist hier nicht der Fall, das finde ich schon mal ganz gut von Creality, dass sie das so weit mitgemacht haben. Hier kann man dann einmal das Display sehen, das bei diesem Drucker verwendet wird. Das ist ein Full Graphic Display mit einem eigenen Boot-Logo. Das ist allerdings die kleinere Variante von dem Display, aber funktioniert einwandfrei, ist gut abzulesen, ist schwarz auf weiß. Wunderbar, gefällt mir gut. Gefüttert wird der Drucker übrigens mit einer Micro-SD-Karte, die unten in die Front des Druckers gesteckt wird, direkt auf das Board. Die SD-Karte, ich meine, das ist eine 8 GB Karte, ist bei dem Drucker dabei. Es ist ein Adapter für den normalen Gebrauch an einer USB-Buchse dabei, also einwandfrei, funktioniert super. Dann haben wir hier einmal das Netzteil im Blick. Das ist ein normales, gängiges 12-Volt-Netzteil. Durch die ja, kompakte Bauart des Druckers wird dieses Netzteil halt nicht im Drucker verbaut, sondern ist extern. Ist nicht die schönste Lösung, aber kann man ganz gut mit leben. Wichtig ist nur, dass die Jungs von Creality hier eine Abdeckkappe mitgegeben haben, sodass die Kontakte von dem Netzteil alle abgedeckt sind, sodass man da nicht rangreifen kann. Die Kabel für den Stecker und die Kabel vom Board muss man noch selber anschließen. Das kriegt man aber hin. Was ich noch eben dazu sagen wollte, normalerweise war dieses Netzteil nicht Bestandteil des Druckers, sondern hier war ein kleiner Powerbrick bei, wie man das nennt. Das sind diese, ja, so eine Art Laptop-Netzteil. Das war ein 12 Volt 10 Ampere Netzteil. Und da habe ich jetzt durch Recherche im Netz herausgefunden oder herausgelesen, dass diese Netzteile wohl gerne mal geplatzt sind. Und daraufhin werden diese Netzteile eingesetzt. Und diese haben gleich 20 Ampere, also ein bisschen mehr Leistung. Und das ist auch gut, dass sie mehr Leistung haben, denn der Drucker hat auch ein Heizbett. Das Heizbett in dem Drucker ist mit 120 Watt angegeben und wenn man sich das jetzt ausrechnet, ein 12-Volt-Netzteil mit 10 Ampere hat halt 120 Watt und somit war das Netzteil dann sehr gut ausgelastet, wenn alleine das Bett an war. Und jetzt mit dem 20 Ampere-Netzteil haben wir 240 Watt zur Verfügung und das funktioniert einwandfrei. Im Netz habe ich dann ab und an gelesen, dass dieses Bett maximal 80 Grad erreichen soll und das wollte ich gerne mal kontrollieren, da ich jetzt ja ein 20 Ampere-Netzteil habe. Somit habe ich mal 110 Grad eingegeben, das ist das Maximale, was die Firmware hergibt. Und siehe da, innerhalb von 8 Minuten kann man jetzt hier im Zeitraffer sehen, erreicht das Bett 110 Grad und somit wären theoretisch auch ABS-Drucker mit diesem Drucker ohne Probleme möglich. Normalerweise ist bei dem Drucker hier eine Art Buildtech-Folie dabei, die man auf das Druckbett kleben kann. Ich bin aber ja ein Freund der UV-FF4-Platte, wie man das in meinen anderen Videos ja auch schon gesehen hat. Und somit habe ich mir einfach eine Glasplatte fertig gemacht und da immer ein Reststück von der UV-FF4-Platte aufgeklebt und einfach zum Testen und ja, funktioniert wie erwartet einwandfrei mit dem Drucker. Anfangs habe ich mal gesagt, dass ich mich auf diesem Kanal gerne mit günstigen und guten 3D-Druckern beschäftigen möchte.
Und dieser Drucker hier erfüllt genau das, was ich damals meinte. Ja, was erfüllt er denn genau? Wenn man sich jetzt überlegt, man kann diesen Drucker im regulären Verkauf für 150 Euro kaufen. Und mit Couponcode ist der Drucker ab und zu für 130 Euro zu haben. Da bekommt man wirklich eine ganze Menge Drucker für wenig Geld. Ja, wem würde ich jetzt so einen Drucker hier empfehlen? Ich würde dem Einsteiger diesen Drucker auf jeden Fall empfehlen. Durch seine solide Bauart und die kleinen Features, die er schon so mitbringt, erspart man sich viel Ärger. Wenn man sich jetzt irgendeinen günstigen Sperrholzdrucker kauft, hat man halt gleich zu Anfang viel Theater mit Tuningteilen drucken und so weiter. Das entfällt hier alles einfach durch den stabilen Rahmen. Das Heizbett ist hier gleich vernünftig, das Hotend hat hier überhaupt keine Probleme gemacht, der Extruder hat einwandfrei funktioniert. Also der Einsteiger dürfte hier eigentlich relativ sorgenfrei loslegen. Und für den, ich sag mal in Anführungsstrichen, professionellen Einsatz kann ich den Drucker auch empfehlen, da er einfach zuverlässig baut. Und wenn man jetzt zum Beispiel immer wiederkehrende kleine Teile hat, kann man diesen Drucker immer wieder bestücken und einfach laufen lassen. Und der Fakt halt, dass mit dem aktuellen Netzteil, das 20 Ampere macht, einfach das Bett auf 110 Grad heizt, ist für den einen oder anderen wahrscheinlich auch sehr interessant, da so mit ABS und vielleicht sogar ASA und was weiß ich alles dann auch mit diesem Drucker verarbeitet werden kann. Aber natürlich hat dieser Drucker auch ein paar negative Punkte, die man hier eben erwähnen möchte. Der größte negative Punkt für mich ist einmal das externe Netzteil. Ich hätte das schöner gefunden, wenn das Netzteil irgendwie unter den Drucker gebaut werden würde und der Drucker, ich sag mal, auf kleinen Stelzen steht oder ähnliches. Da muss man sich vielleicht selber nochmal was einfallen lassen. Ein zweiter Punkt, der mich noch ein bisschen stört, ist halt der fehlende Bauteilkühler. Den kann man aber halt schön selber nachrüsten, da, wie gerade eben schon erwähnt, die Firmware dafür schon vorbereitet ist. Das ist eigentlich wunderbar. Und ein dritter negativer Punkt, den habe ich vorhin noch gar nicht aufgeführt, ist, die Grundplatte ist aus Acryl bei dem Drucker. Ich glaube, das ist eine 5 oder 6 mm starke Acrylplatte. Da wäre es auch schön gewesen, wenn da eine Alu- oder Stahlplatte zum Einsatz gekommen wäre. Das könnte man sich im Zweifel zwar noch selber machen, aber ja, wäre schön, wenn diese von Haus aus schon vorhanden wäre. Sonst habe ich eigentlich nichts zu meckern. Also großartig stört mich bei dem Drucker sonst nichts. Ja, der Aufbau hat einwandfrei geklappt. Ich war da eine halbe Stunde bei und dann lief der Drucker. Für den Ungeübten würde ich vielleicht mal eine Stunde veranschlagen oder anderthalb Stunden, bis der Drucker funktioniert. Ja, das war einwandfrei. Es hat alles gepasst. Es waren alle Teile dabei. Nichts hat gefehlt. Also das spricht eigentlich schon für den Drucker. Wenn ich da vielleicht euer Interesse geweckt habe, sich so einen Drucker zuzulegen, ich habe in die Videobeschreibung mal den Link zu Gearbest mit hinzugefügt. Und wenn ich habe, füge ich auch noch den aktuellen Couponcode damit ein, sodass man den Drucker ein bisschen günstiger bekommt. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch den Drucker über diesen Link kaufen würdet. Da würdet ihr mich und den Kanal ein bisschen unterstützen. Ja, das war es dann eigentlich von mir und mit diesem Video. Wie gesagt, nette Maschine. Und ja, dann würde ich erstmal sagen, bis zum nächsten Mal.